So, meine Freunde von Tony Stewart All American Racer, da ist euer Maulwurf wieder und es geht direkt weiter mit Part Nummer 8 schon. Ich glaube 8 sind wir jetzt schon. Als nächstes sind wir in Desert Rock. Mal gucken, ob wir unsere Performance beibehalten können oder nicht. Weil Part Nummer 7 war ja schon fast eine unserer besten Performances bis jetzt. Hello, welcome to Desert Rock Raceway. This 410th mile road. Okay, the practice session is underway. 19,8 Sekunden, also eine etwas längere Strecke, wie es aussieht. Okay, die KI fährt Außenlinie. Okay, jetzt weiß ich aber warum. Der ist auch nach außen, ja, der zieht auch nach außen. And that's how you do it. Great laugh. Mit der wie eine Innenlinie, der andere bleibt die ganze Zeit außen. Ach, hey, hey, das ist der Tony Stewart hier, der auf der Außenlinie fährt. Okay. Ja, reicht, ist okay, reicht. Here's a look at the speed charts from practice. Die zweite Runde war ein bisschen schlechter diesmal, aber es ist vollkommen okay. Wir haben unser Goal erreicht von den 19,8 mit 18,8. Eine Sekunde schneller wie unser Goal, das ist okay. Und 17,9, da ist nicht viel zu, was fehlt zu der Best Lap für Polsbrechen. 17,9, ja, wird schwierig, egal. It is time to hit the clock for qualifying. Give it your best lap. Gut, im Qualifying hat man nicht direkt für sich, für zwei Runden lang. Also einfach konzentrieren und gib ihm. Konzentrieren und gib ihm. Two laps of qualifying. Show us what you've got. So close. Just needs a little bit more speed for the pole. Wow, what a lap. We've got a new leader, folks. Let's see if it holds up. That's your pole. Qualifying is now over. Erst sagt er sowas von wegen close for the pole, ich muss schneller werden und ich werde schneller, da ist die Pole. Let's take a look at the results. Tony Stewart hat die 17,9 gefahren. Ja, ja, ich war 500 für schneller, Herr Tony. Samantha auch noch 5, sehr gut. Aber jetzt bin ich wieder in dem schwierigen Heat drin, ne? Heat 1, boah, der war echt umkämpft. Da haben wir ja, vorhin habe ich ja ein paar Plätze verloren, ne? Also was heißt the first Team Race of the night. Good luck to all our drivers. Für mich vorhin, für euch in der Folge hier vor, da habe ich vorhin im... Nachdem wir die Pole hatten, ja, ein paar Plätze verloren. Egal, mal gucken. Green flag, go get out. Mal gucken, wo wir uns jetzt fürs Rennen wirklich qualifizieren. Ich bin der Meinung, wenn man die Innenbahn dicht macht, sollte das ausreichen, aber genau, das darf dann nicht passieren, weil ansonsten ist die KI meistens da. These drivers have really been mixing it up out there. You can really tell who wants it. Nochmal Glück im Unglück gehabt, würde ich sagen. Kommt wieder zu weit nach außen. Muss mein Flow wiederfinden. Flow. These drivers are really starting to mix it up out there as we head deeper into the race. Who's gonna win it? It's anyone's guess. Yeah.
You can see these drivers are really searching around the track and trying to find a line to pick up any additional time they can. It's all about being smooth and consistent out there. Only 5 laps left. Könnte meine erste offizielle richtige Pole Position werden. Fürs Hauptevent. Nennt es mal so. A-Main ist ja Hauptevent übersetzt. Also ich sage das Hauptevent, sonst sage ich wieder ausgewählt für A-Menü. Das wird sich komisch an. Der Fahrer, der hieß A-Menü. Allen-Menü, glaube ich. Das war Touring-Car-Fahrer, kein NASCAR-Fahrer. Aber sieht gut aus, sieht echt gut aus, unsere erste Pole-Position. Also das Hauptrennen, unsere erste Pole-Position gerade im Rausfahren. Das sieht sehr, sehr gut aus. One more to go. Eben noch Vierter geworden, durchgereicht. Und diesmal holen wir uns das Ding. Diesmal holen wir uns die Pole. That was an amazing win. The winner is something special. The official results are now being posted. Stimmt ja gar nicht. Stimmt, ich komme ja jetzt erst ins Qualifying Dash. Jetzt fahren wir uns ja erst die Pole raus. We are just about ready to start the dash. Stimmt. The winner of this race will start on a pole of the big show. Genau, der Winner hier starting auf Pole von The Big Show. Jetzt kommt das er erst. Sorry. Sorry, meine Schuld. Das ist das Event, wo ich bei dem Part-Video davor bis auf Platz 4 durchgereicht worden bin. Verdammt. Jetzt kommt erst das Schwierige mit der Starting-Dash. Oh, bye, oh, bye. Egal. Na, der King hat noch eine Rechnung mit mir offen. Das war mir klar, dass der ihn voll reinhält. Der hat noch eine Rechnung mit mir offen. You can see these drivers are really searching around the track and trying to find a line to pick up any additional time they can. Wow. It's all about being smooth and consistent out there. Ja, der King ist noch ein bisschen sehr böse auf mich, glaube ich. Aber nicht mit mir, Herr King. Ah, verdammt, der hat mehr Speed. Ja, these drivers are really starting to mix it up out there as we head deeper into the race. Who's gonna win? It's anyone's guess. Mehr wie die R2-Taste durchdrücken kann ich nicht. Daran sehe ich einfach, dass die KI noch mehr Performance am Auto hat. Die KI, die ist schon wieder mehr getuned wie wir selber. Aber ist okay, ist okay. Ich komme den ersten Platz noch nicht auf hier mit der King. Ah, es kommt da wieder hin. Ja, der King, der nimmt mich auch immer als Bande. Da ist der Stuart. 5 more laps left. Ah, weiß ich nicht, was mir lieber ist. Dann der King vorne oder der Stuart vorne. Stuart führt die WM noch an. Also dann lieber den Stuart hinter mir halten. Zeigt dem King aber trotzdem, dass ich noch da bin. Two sticks in the air, two to go.
The doctor's jacket is in the air, one to go. Who's the king? Who's the king? That was an amazing win. The no, winner was is the something king. Special. Ich bin jetzt der King hier im Ring. Nein, Spaß beiseite. Wie sagt man so schön, Hochmut kommt vor dem Fall. Also, war ein harter Kampf. Let's take a look at the official results. Das war ein harter Kampf um die Pole Position, aber verdient. The talent is absolutely stacked in this AMA. It's going to be an exciting race. Listen to those engines as we get ready to go. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's showtime! You can feel the intensity starting to ramp up with each lap. It's go time for a lot of these drivers, and they're starting to feel the pressure. Lap after lap, these drivers are really pushing their cars to the limit. What an incredible race it's been so far. Well, they were three wide there for a moment, but they managed to sort it out, and we continue under green flag action. Here's the laps keep ticking away. You can feel the intensity starting to ramp up with each lap. It's go time for a lot of these drivers, and they're starting to feel the pressure. These drivers are racing like every lap is the last. The fans are on their feet and haven't sat down for one single lap. That driver is flying around this track. So far, so good. We've had some great racing today. Ah, der King ist nur noch 12 da. Geil. There was some rain last week that made these promoters der King ist weiter gestartet, ey, und der ist nur noch 12 da. Ist ja geil. Huge thanks to the crew for all their hard work. Ja, das passiert ja dafür, dass er so hart in mich reingefahren ist beim Qualifying, aber ich habe mich ja im Qualifying gewehrt und habe ihn auch das ein oder andere Mal dann zurückdurchschiert. Andererseits kann man sagen, der King hat noch eine Rechnung mit mir offen, also war es auch ganz recht, dass er mir im Qualifying so ein bisschen immer seitlich reingefahren ist, aber anscheinend hat es seine Performance jetzt beeinträchtigt, also just a gut für uns. Reminder, after the A-Main tonight, there will be an autograph session that fits with many of your favorite drivers participating. Was nicht so gut ist, das heißt, dass der Tony Stewart wahrscheinlich relativ weit vorne ist, oder? Hey, Stewart ist nur auf 7.
Und Stuart wird von mir auch überrundet. Sehr schön, sehr schön. Dann könnten wir ja sogar Richtung Fahrermeisterschaft schielen und so. Richtung Fahrermeisterschaft und nach vorne orientieren. Ja, geil. Only 10 more laps. We are seeing some solid lap times out there. Murphy ist der neue Zweite. Sie berunden in diesem Rennen echt alle diesmal. Alter, wie OP bin ich bitte in dem Rennen? Ich würde sagen, das ist meine beste Performance, ne? Meine beste Performance in dem Spiel, die ich bisher an den Tag gelegt habe. Sehr schön. Alle deklassiert, aber sowas von. Alle mindestens einmal überrundet. Ist das geil, oh. Selbst als Erster ist es hier nie langweilig beim NASCAR-Fahren, weil du überholst ja ständig. Wenn es nur die Überrundeten sind, aber man überholt ja ständig. Also, wer nochmal sagt, nur im Kreisfahren ist langweilig, der sollte es einfach mal selber ausprobieren. Das macht mega Spaß. Also, es macht gerade richtig Spaß. Mir macht das sogar noch mehr Spaß als das andere NASCAR. Also, ich werde mir dieses SRX The Game auch kaufen, wenn es im Sale ist. Aber jetzt nicht für 50 Tacken, aber wenn es im Sale ist, werde ich mir es auch kaufen. Ich kann hier mal sehen, wie viele Saisons ich fahre. Also, 10 Saisons muss ich für Platin sowieso machen. Es gibt 3 verschiedene Fahrzeugklassen. Also, ich werde euch auf jeden Fall die Fahrzeugklassen zeigen und kaufen, aber vielleicht werde ich auch erstmal 2-3 Saisons mit dem Ding hier fahren, um überhaupt Kohle für die nächste Klasse zu kriegen und. Also wir werden sehen. Aber auch das könnt ihr ja, wie gesagt, mit beeinflussen, wenn ihr Kommentare schreibt. Tip of the green, 2 to go. Könnt ihr zum Beispiel auch einfließen lassen, also ihr könnt auch mitentscheiden, welche Klasse wir dann irgendwann als nächstes nehmen, also diese Big Legends Modifiz oder die anderen. Im ersten Video konnte man sehr gut sehen, dass es gab. Wenn ihr unbedingt diese Late Models sehen wollt, gut, die kosten auch 10 Euro extra, aber wenn ihr unbedingt diese Late Models sehen wollt. A dominant win. Great job. Wie gesagt, wenn es da genug Leute gibt, die das sehen wollen, dann würde ich mir das auch kaufen. Results. Aber dafür müssen es dann schon genug sehen wollen. Da reichen mir dann nicht 1-2 aus, die sagen, ja, zeig mir die Late Models. Da möchte ich dann schon gerne ein paar mehr, die sagen, zeig mir die Late Models. Dann zeige ich euch auch die Late Models Modelle. Samantha ist Zweiter geworden. Okay. Und wo ist jetzt Toni? Nur 7. Das ist sehr gut für die Fahrerwertung. Punkte, Samantha 95, holt auch ordentlich auf und ich krieg nur 78. Also nicht ganz 30 Punkte aufgeholt. Aber 22 oder so, ne? Ja. 10, noch 8 Punkte Rückstand. Ja, ich sag, 22 von den 30 Punkten habe ich aufgeholt. 30 Punkte hatte ich Rückstand, jetzt nur 22, passt. Ich bin gerade 10 8 8 Punkte habe ich jetzt noch Rückstand. Mann, so wollte ich sozusagen 8 Punkte. Ich hatte 30 Rückstand, aber
Hab 22 Punkte aufgeholt, sodass ich jetzt nur 8 Punkte Rückstand habe. Mann, 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 ey. Das merkt man, wie durch ich bin, beziehungsweise ich rede manchmal zu schnell, verhasst für mich immer. So, Samantha hat leider wieder nicht gewonnen, aber dadurch, dass sie Zweiter geworden ist, hat die auch ein paar Punkte aufgeholt, ein paar wertvolle, sehr gut. Mit 4 Wins, trotzdem nur Platz 2, ja gut. Egal, weiter geht's. Also ich würde sagen, das war eins unserer besten Performances alles in einem, ne? Wieder 400 Fans dazu, sehr schön. Diamond Groove kommt als nächstes. Na, schauen wir mal. Schon wieder 31.000. Ich würde ja gerne hier auch ein Level 2 Dings einbauen. Das wäre dann immerhin die hier. Ja, jetzt probiere ich die nur auf den. Ja, warum ist die nur ein hoch? Nicht so der Burner, aber dafür die Haltbarkeit natürlich sehr gut ist. Sowas ist natürlich auch mal wichtig, ne? Performance geht auf 11 hoch, die Haltbarkeit geht dafür auf 60 hoch. Hier ist die Haltbarkeit nicht ganz so gut in der oberen Reihe. Am besten ist immer die untere Reihe hier, 30, 30 und dann 100. Also alles in einem ist die untere Reihe schon die bessere. Wäre ja auch teurer, aber Performance halt auf 11 und hier geht die Performance auf 17. Das ist dann 6 Punkte nochmal besser. Aber das sind 30 Punkte Haltbarkeit besser. Ich sage mal, scheiß auf die Haltbarkeit. Dann muss ich ihm Geld bezahlen, um es zu reparieren. Also hier sind dann schon die Level 3er Teile. Könnte ich natürlich auch sparen. Aber da holen wir uns dann Stück für Stück eh die besseren. Also ich überlege gerade kurz hier, ob ich das hier noch kaufen soll. Das war hier... Bei Suspensen auch schon mal Level 2 haben und dann sparen wir halt. Dann sparen wir halt hier die 118.000 für die Level 3er. Hier bei den Reifen muss ich dann 59.000 sparen. Das geht ja auch noch, um die besseren zu kaufen. Und so weiter. Bei Chases, das ist dann klar, da muss ich dann auch wieder viel sparen mit 158. Der Motor kostet über 200.000, der gute, ne? Ja. Also ich würde aber sagen, damit wir überall das ein bisschen verbessert haben, scheiß drauf, dass wir immer bezahlen müssen, Level 2 Suspensions gibt's trotzdem, würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Dann heißt es ab jetzt wieder ein bisschen sparen. So, damit haben wir immerhin schon mal Level 3 Speedstock. Als nächstes muss das Upgrade, ja genau, als nächstes muss ich die Upgrades auf 75% kriegen und 10 Wins kriegen, um Next Rating hochzukriegen. Sehr gut. New Team Rating, Speedstock. Sehr gut. Das muss ich die anderen Parts noch für 3-7 reparieren, dann sind wir wieder pleite. Egal, so ist es halt. Ist okay, ist vollkommen okay. Ah, 3 ist 20% Durability, ja. Hier ist Durability, die Reifen, die
halten halt noch nicht so viel aus, aber was soll's. Alles auf Level 2. Na gut. Haben wir das auch wieder drin, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier wieder mit einer unserer besten Performances und sage, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Zweck Support ist kein Mord und so. Und dann bin ich erstmal wieder raus. Bis zur nächsten Folge, euer Maulwurf. Wiederschauen und reingehauen.